Nachdem wir zweimal Marimba gehört haben, werden wir jetzt ein bisschen trommeln. Und zwar der Christian Benning wird, ja bitte einen großen Applaus. Wird den Tornado spielen. Das ist, Christian, welche Trommel nimmst du? Wir stellen beide hin und du suchst dir eine aus. Moment. Und zwar ein Stück, das ein Klassiker ist, nämlich den Tornado von Mitch Markovic. Das ist ein ziemlich komplexes Ding, das ist ziemlich schwer. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Den Christian kenne ich schon lang. Der Christian ist irgendwie so eine ganz treue Seele. Der war schon bei den allerersten Konzerten hier in München dabei, oder Christian? 2010, ab April. April 2010? Wow, das ist total nett. Das freut mich. Und gestern warst du auch im Konzert, gell? Klar. Und Christian, ich würde sagen, wir legen gleich los. Welche willst du haben von den beiden? Bleib bei dir, oder? Bleibst bei dir. Die Dynasty. Komm, wir gehen ein bisschen in die Mitte. Ja. Brauchst du Noten? Nee. Okay. Dann nehme ich sie. Willst du das nur gerade stehen oder ist gut so? Stell sie dir bitte so ein, wie du dich gut fühlst, ja? Warte mal. Und dann legen wir los. Christian, bitte sehr. Sehr gut, Christian. Weißt du was, wir legen es einfach so her. Ich stelle mich so. Ganz kurz nur zum am Beginn.
ich glaube, das Entscheidende und das hilft uns, denke ich, nicht nur auf der Marching Drum hier, sondern einfach auch beim Marimba-Spiel oder beim Setup, also mit den Toms, ist, dass wir drei Dinge entscheidend beachten. Nämlich zum einen den Wrist Stroke, ja? Das heißt hier aus dem Handgelenk, den Finger Stroke. Up and Down Stroke genau. Und aus diesen Dingen heraus dann natürlich haben wir dann die Doubles. Genau, und eigentlich mit diesen Grundbasics versuchen wir dann die unterschiedlichsten Rudiments zu bestreiten. Am Beginn, wir haben ja, schau mal, dass wir diese Doubles ganz offen spielen. Ja? Nicht nur so, sondern ja, machen wir mal den Double im Piano. Das war richtig. Sehr gut. Vor einem Jahr habe ich dich gesehen, da hat der Christian so gemacht. Er hat einfach darauf gesetzt, dass der Rebound zurückkommt. Ja, er hat gesagt, das ist ein hart gespanntes Feld, da wird schon was zurückkommen. Und jetzt sieht man schon, dass er den Finger einsetzt. Aber Christian, das können wir noch stärker machen. Schau, dass man wirklich radikal öffnen den Double. Ja? Ja, versuchen wir das. Das heißt, wir kontrollieren ihn hier mit dem Finger. Und schauen, dass er nicht, also nicht so macht, sondern dass wir volle Kontrolle über den haben. Wir überlassen überhaupt nichts dem Zufall. Wir sagen sie, du bist mein Stick und du machst nur das, was ich dir sage, vom Finger aus. Okay, probieren wir das mal. Genau. Und noch was ganz wichtig, wir stehen wie Gentlemen, ja? Das heißt, wir tun die ein bisschen genau, gehen ein bisschen in die Knie und spielen, versuchen das. Ich habe das auch immer drinnen, ja, so. Aber wir versuchen uns daran zu konzentrieren, dass wir. Genau. Und jetzt versuchen wir, dass es nicht so klingt, so halbtriolisch, ja, sondern. Ja. Also die Rhythmik, die rauskommt, ist. Ja. Und dazu müssen wir den Double einsetzen, und zwar nicht nur von oben nach unten, so, sondern auch zur Seite. Hey, mir fällt gerade ein, wir übermitteln jetzt quasi übers Internet all unsere Tricks, gell? Alex, hey. Schau mal kurz weg, dann machen wir das nochmal. Okay, also wir haben. Genau. Das heißt, beim Tornado am Beginn. Jetzt du. Genau. Und hier. Also die Rhythmik ist. Da. Also. Ah, das war schlecht. Jetzt du? Ja? Bei dir klingt es leicht triolisch, Christian, und das liegt daran, dass du hier ein bisschen zu wenig Abstand im Double bekommst. Das heißt, machen wir den. Genau, also shuffeln. Kennen Sie diesen berühmten Song, der hier mit dieser Groove, ja? Wer kennt den? Toto, Rosanna. Rosanna, oh yeah. Rosanna.
ist eigentlich die Übung, ja? Also tu dir mal die Rosanna rein und dann spielst du den Shuffle dazu. Und wenn er genau drauf fällt, dann hast du auch diesen breiten, kraftvollen Double, ja? Dann nicht so. Wenn man den Unterschied hört, dann haben wir den Druck auf dem zweiten Double, ihm richtig Schub zu geben. Ja? Bitte sehr, von vorne. Ja, ja. Und jetzt versuchen wir, die Amerikaner nennen das Try to find the right playing zone. Ja? Das heißt, was mir jetzt passieren ist, dass wir immer, oder dass wir fast alles zentral spielen. Ja? Versuchen wir, dass wir rausgehen. Dann haben wir mehr Abstufungen in den Dynamiken. Die Doubles, eigentlich kann man sagen, die Non-Accents ziehen wir raus. Also die Non-Accents ziehen wir raus. Ja, und die Accents spielen wir im Zentrum. Probier mal bitte. Ja, genau. Genau. Und jetzt versuchen wir es ein bisschen in Groove, also was wollte ich sagen, grooviger zu spielen. Ja, in Time ein bisschen. Ich spiele jetzt da mit dir mit. 1, 2, 3 und. Ja, genau. Und Christian, da haben wir jetzt ein Piano. Das ist eine interessante Stelle. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt holen wir uns doch einen Notenständer. Und zwar hier, das ist eine technisch interessante Stelle. Piano, Triole. Genau. Das heißt, wir gehen von... Ja, jetzt du. Genau, und jetzt hier bei diesem Baka. Wenn Sie das mal zu Hause ausprobieren wollen, das ist rechts, links, rechts, rechts, links, links. Also. Yes. Und wir wollen versuchen, das ist die, als ich diese Rudiments gemacht habe im Studium, war meine einzige Herausforderung jeden Freitag im Unterricht, ich wollte diese einzelnen Rudiments immer schneller und besser spielen als der Lehrer. Ja? Auf das war ich immer scharf. Ja? Man schaut sich dann so ins Gesicht und dann sagt man sich, ah, ich sehe schon die erste, den ersten Schweiß. Und so, okay, also wir gehen zurück und schauen, dass wir das aber groovig spielen, ja? Also nicht so, das ist... Okay, jetzt so. Ja, genau. Und Christian, versuchen wir Folgendes. Zuerst haben wir die Triole. Dann die Sechzehntel. Dann haben wir Double abwechseln mit Paradiddle. Gar nicht easy. Es soll nämlich glatt klingen und flach klingen. Wir haben also zwei Doubles. Dann Paradiddle. Und wieder der Double. Und das soll klingen wie ein Teppich. Jetzt du.
Genau. Also das ist eine super Übung, denke ich. Und zwar, was man immer trainieren kann, ist Wriststroke, Fingerstroke, Doublestroke, Paradiddle, mit Metronom. Und es soll auf jeder Ebene in der Groove, also bei jeder Technik, gleich klingen. Also dass es zum Beispiel dann zwischen Double und Single Stroke ja, dass wir versuchen gleich zu bleiben. Jetzt probieren wir das. Bitte diese Stelle. 1, 2, 3. Okay. Direkt weiter dann, oder? Genau, direkt weiter. Langsam, und zwar ja, dass man also den Flam, der Flam ist der Vorschlag. Der Vorschlag klingt so. Wir wollen versuchen, dass wir den Vorschlag sehr nahe zur Hauptnote spielen. Also nicht. Genau. Und jetzt müssen wir es schaffen, dass wir drei Dinge verbinden. Wriststroke, Up and Down Stroke und den Double. Das klingt dann so. Jetzt du. Genau, was passiert? Was passiert ist, dass du bei dem Pattern und was wir machen ist, wir denken nicht Lantagadantant, sondern wir denken Patut, Gatut, Gatut, Gatut. Ja. Und jetzt versuchen wir das, richtig schwer zu denken. Also. Haben wir den Double mit. Jetzt du. Genau. Wir versuchen wiederum an dieser Stelle den Double, und das ist jetzt für Sie ein bisschen intensiver akustisch, aber er schreibt dann fortissimo, ja, dass man wirklich, dass er macht und nicht, also nicht, sondern. Machst ein bisschen Trommellotterie. Du setzt darauf, dass der Schlägel. Ich zeige Ihnen kurz den Unterschied, ja, dass Sie irgendwie verstehen, was wir meinen, ist nämlich folgendes. Der Christian macht ein bisschen, er setzt den Finger ein, aber nicht durchgehend. Er hofft auf den Rückschlag vom Fell. Dadurch hat er aber das Problem, dass er am zweiten Schlag nicht mehr die volle Kontrolle hat. Ich spiele Ihnen kurz den Unterschied vor. So machst du richtig Druck am zweiten, ja? Ist gut, Christian, aber versuch das Handgelenk richtig zu rotieren, ja? Ja, 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 sehr gut. Okay, wir. Ja, ja, bitte, bitte. Und jetzt haben wir die große Herausforderung, dass dieser Double auch im Piano klingen muss. Also, Sie müssen sich vorstellen, der Mann steht oben da, hat 180 Puls und soll jetzt da runter auf einem Double Piano kommen. Was gar nicht so easy ist, weil du musst ja auch eine ruhige Hand haben für das. Jetzt du. Yes. Ja, genau.
Jetzt, Christian, spielen wir von da mit dem Crescendo und dann bleiben wir im Fortissimo und spielen weiter. Ja, ist gut. Aber hier, brech mal ein bisschen ein. Du bist so ein starker Bursch. Schau mal da. Ja, genau. Also wir haben... Machst du mal einen Klick für mich, bitte schneller. 1, 2, 3 und... Dass du richtig dran bleibst, weil er bleibt am Fortissimo drauf. Okay, jetzt machen wir den 6/8. Bitte sehr. Super. Hervorragend. Du machst es genau richtig, nämlich, dass man die Triole stretcht. Wir haben nämlich hier 32. Viele spielen. Aber es steht. Ja, bitte sehr. Machen wir von hier weg. Direkt da? Direkt da. Gefürchtet unter Schlagzeug, genau, das ist super gespielt. Diese letzte Stelle, super wäre es allerdings, Christian, wenn wir es ein bisschen relaxter machen könnten. Ja, also. Ah, Blödsinn. Ja, dass wir also die Non-Accents aussitzieren. Bitte. Jetzt klingt es ein bisschen druckvoll, versucht. Genau, und dann hinten raus. Mit dem Wrist. Ja, mit dem Wrist. Perfekt, weiter geht's. Echtes Piano. Oh, oh. Nicht schneller werden, bitte. 1, 2, 3 und... Wir könnten es eine Spur sauberer machen. Ja. Ah, nicht schlecht, nicht gut. Ja. Und dann weiter. Was jetzt dabei ist, meine Damen und Herren, ist ein ganz interessanter, ich liebe ihn, heißt der Swiss Army Triplet. Das Swiss Army Triplet geht so, das ist eine Triole. Das wäre dann eigentlich ganz okay, aber es kommt ein Flam vorne dran. Also das klingt dann so. Und das Interessante und Wichtige hier, Christian, ist, dass der Swiss Army Triplet kompakt bleibt. Also bam. Nicht. Dann. Probieren wir. Genau. Und was wir dazu brauchen, ist, dass der Double ganz eng gespielt wird. Ja. Komm auf, gib Gas. Schneller. Schneller, ab. Das geht nur schneller. 1, 2, 3 und 4 und...
Sehr gut, bravo, bravo, bravo. Und dann noch, nach diesem Swiss Army Triplet kommen die Singles. Bitte sehr. Aber wir lassen ihn nicht prallen, sondern wir versuchen ihn wirklich Finger. Mit... Ja, mein Finger so. Machen wir die Dreier. Okay. Und jetzt spielen wir mal im Piano diese zweite Zeile. Das heißt, wir haben... Das war nicht so schön. Genau, aber hier nicht mehr hin und hin. Genau, so ist es. Kein Hand-to-Hand, bitte. Genau, 1, 2, 3, 4. Genau, und jetzt von vorne, 2, 3 und. Und jetzt hier aus dem Piano heraus. Ja, genau. Hör mal, ganz kurz. Versuch ihn kompakt zu halten, ja? Ja. Ja, Moment. Schau mal, Christian. Schau mal, ob du die Hand. Jetzt so. Ja, genau. Und dann bei F geht's weiter im Piano. 2, 3 und. Okay, wir spielen. Wir spielen bitte einmal. Ah komm, wir machen gleich die Backstickings. Bei den Backstickings wichtig, dass wir nicht die Hündchenversion machen, den da. Ja. Sondern wirklich runtergehen. Machen wir das mal. Das heißt, wir haben hier und versuchen, weil wir ein bisschen beim Backsticking in die Mitte gehen müssen, damit wir schön umkommen, versuchen wir bitte den Double in der Mitte mit dem Finger zu spielen. Das heißt, es klingt dann so. Ja, aber Christian, du machst ein bisschen so und dadurch hat er nicht dieses... Ja, versuch richtig... Der John Wooden sagt in seiner Schule, man soll wirklich so machen, weil sonst schaut man aus wie ein Chicken. Ja? Also wenn man den hier macht, so richtig. 2, 3 und 4. Nur den Python. Genau. Sehr gut. Okay, wir spielen Gustav in dem Tempo. 1, 2, 3 und. Genau, und jetzt ein bisschen flotter. Jetzt du allein. 1. Ja, das geht schon schneller. 1.
Als Nichthühnchen, Christian, als Nichthühnchen. Also. Du gibst ein bisschen für den Backsticking deinen Double hinten her auf, gell? Ja, ja. Was mal rauskommen soll, ist ja die Groove. Ja, und das müssen wir auch trotz Backsticking hören. Denn das sage ich immer allen Studenten, diese Stick-Tricks, ja, das ist alles lässig, aber nur dann, wenn sie sauber gespielt sind. Sonst ist es halt nicht so lässig, okay? Eins, zwei, drei und vier und... Sehr schön. Ja, weißt du, dann groovt es auch. Okay, jetzt noch einmal du alleine. So, drei und vier und. Ja. Und bei den Triolen habe ich einen kleinen Tipp für dich. Und zwar versuch ihn mit dem Handgelenk, dem Wrist, zu stabilisieren. Durchgehen die Triole, weil sonst holpert es so dahin. Ja? Probier du mal. Ja, ist gut. Ist gut, allerdings. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Absolut, Sie haben recht. Ich bin gerade so drinnen, deswegen vergieße ich ganz auf den Applaus. Aber Sie haben recht. Aber du machst natürlich hier da ein bisschen den halben Weg. Gell? Versuche. Ja. Ja, genau. Sehr gut. Bravo. Und jetzt ziehen wir weiter bei H. Jetzt gehen wir in den Schluss. Ins Piano. Das heißt, wir kommen raus mit dem Swiss Army. Zwei, drei und vier und. Jetzt was hast du? Eins, zwei, drei und. Ja. Probieren wir es mit dem Fingerstroke. Ja. Eins, zwei, drei und. Entschuldigung, ich muss mal kurz. Bei Ida versucht man ganz locker auf der Seite laufen zu lassen, ja? Eins, zwei, drei und. Sehr gut. Bravo, 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 bravo. Klasse. Haben wir, ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, wie ist es denn mit der Zeit? Haben wir noch Zeit? Eine Minute? Oje. Aber ich verspreche.
Fußball, die Fußballfrage. Der Christian hätte nämlich noch ein Marimba-Stück vorbereitet, aber Christian, weißt du, was wir machen? Das machen wir einfach mal ohne Publikum demnächst. Da kommst du zu mir und dann spielen wir das. Bitte einen großen Applaus für den Christian. Amen, super, danke dir. Und Simon, kommt mal. Und jetzt bitte ich Sie nochmal einen großen Applaus für unsere drei Teilnehmer. Dass Sie sich Zeit genommen haben und uns ein bisschen zugehört haben. Um 17.30 Uhr beginnt unser Workshop. Da machen wir dann Watermelon Man mit 50 Schlagzeuginteressierten. Wir haben die große Challenge, dass wir das heute in 1,5 Stunden einstudieren wollen und dann um 19 Uhr hier tatsächlich auch spielen wollen. Also den gesamten Jazz-Standard mit Mallets und Percussion und Cajon und Conga und Bongos. Also wir lassen nichts aus. Aber ich habe mich so gefreut, dass ihr für mich gespielt habt. Vielen, vielen Dank und danke Ihnen. Hey, danke vielmals. Super. Danke vielmals. Bravo.